Jetzt haben wir Katja Keul als nächste gesetzte Rednerin und danach können sich bereit machen Daniel Köbler aus dem KV Mainz und Katharina Dröge aus dem KV Köln. Liebe Freundinnen und Freunde, bundesweit lebt jedes sechste Kind von Hartz IV. In Berlin sind es 30%, in Bremerhaven, wir haben es vorhin schon gehört, 40%, das ist fast jedes zweite. Und wir wissen, in Deutschland ist Armut erblich. Wenn wir diese Kinderarmut nicht in den Griff bekommen, dann ist uns die Altersarmut sicher. Allein eine Regelsatzerhöhung um 20 Euro pro Kind, wie wir sie jetzt prioritär vorgesehen haben, wird dieses Problem langfristig nicht lösen. Denn jede weitere Regelsatzerhöhung führt zwangsläufig dazu, dass immer mehr Familien Transferleistungen erhalten. Dieser Weg ist nicht nur langfristig der teuerste und bürokratischste, er ist auch ungerecht, weil reiche Kinder über die Freibeträge immer noch mit knapp 100 Euro mehr monatlich gefördert werden als die anderen Kinder durchs Kindergeld. Und schon deshalb brauchen wir endlich einen Systemwechsel. Deshalb brauchen wir eine Kindergrundsicherung. Denn nicht nur die Familien im Hartz-IV-Bezug, auch diejenigen mit niedrigen Einkommen erhalten je nach Anzahl der Kinder diverse familienpolitische Leistungen von unterschiedlichsten Behörden. Mit der Bewilligung und Verrechnung dieser Leistungen beschäftigen sich unzählige Beamte, Rechtsanwälte, Sozial- und Familiengerichte, die im Einzelfall oft mehr Kosten verursachen, als die Kinder zum Leben bräuchten. Der Bundesrechnungshof kritisiert in seinem Sonderbericht vom 17. Juli dieses Jahres, ich zitiere, allein bei den Kommunen entsteht so jährlich ein unnötiger Bürokratieaufwand von mindestens 160 Millionen Euro. Dazu kommt ein erheblicher, nicht näher zu beziffernder Aufwand bei den Jobcentern, den zuständigen Landesbehörden und den Sozialgerichten. Unterhaltsvorschuss und Wohngeld für Kinder mit Anspruch auf Grundsicherung verursachen einen erheblichen Verwaltungsaufwand, ohne die Empfänger finanziell besser zu stellen. Zitat Ende, so der Präsident des Bundesrechnungshofes. Wir Grüne haben dies schon vor Jahren erkannt und seitdem mehrfach beschlossen. Erstens, wir wollen eine Kindergrundsicherung, die die familienpolitischen Leistungen bündelt. Zweitens, wir wollen das Ehegattensplitting abschmelzen. Und drittens, wir wollen den Familienausgleich vom Kopf aus die Füße stellen. Mit dem jetzt in den Leitantrag integrierten eigenständigen Antrag zur Kindergrundsicherung hatten wir es uns zur Aufgabe gemacht, einmal durchzudeklinieren, was diese drei Forderungen für die Kindergrundsicherung im Einzelnen konkret bedeuten. Denn ohne Konkretisierung kommen wir sonst auch 5 Jahre nach den ersten Beschlüssen nicht weiter. Unser erstes Kernanliegen war die Klarstellung, dass ein Systemwechsel nur dann gelingt, wenn die Kindergrundsicherung der Höhe nach so bemessen ist, dass die Kinderfreibeträge verfassungssicher abgeschafft werden können. So und nur so erreichen wir, dass dem Staat jedes Kind gleich viel wert ist. Unterhalb dieser Schwelle bleibt es bei einer reinen Kindergelderhöhung ohne den gewünschten Synergieeffekt. Unser zweites Kernanliegen ist es, die Mittel aus dem Familienleistungsausgleich für die Familien zu bewahren. Wir halten es für problematisch, einen Teil des Ausgleichssystems, nämlich das Ehegattensplitting, isoliert zu kürzen, ohne eine materielle Kompensation für die davon auch in erheblichem Maße betroffenen Familien vorzusehen. Wenn man den Familienleistungsausgleich vom Kopf auf die Füße stellen will, dann sollte man den Kopf nicht einfach abhacken. Wir sind uns inzwischen einig, dass das Ehegattensplitting parallel mit der Einführung der Kindergrundsicherung abgeschmolzen werden soll. Und es ist mir hier leider an dieser Stelle auch nicht möglich, auf die vielen Bedenken einzugehen, die im Vorfeld gegen die Finanzierbarkeit vorgebracht worden sind. Aber all diejenigen, die gleichzeitig kritisieren, 300 Euro sei zu wenig und 300 Euro sei nicht finanzierbar, müssen sich meines Erachtens fragen lassen, was sie denn eigentlich wollen. Ich sage euch, 300 Euro pro Kind wären eine erhebliche Verbesserung für Kinder im Hartz-IV-Bezug und für Familien im unteren Einkommensbereich. Und durch den Verzicht auf die Splitting-Tabelle und die Kinderfreibeträge würden die höheren Einkommen am meisten zur Finanzierung beitragen. Das ist nicht nur unbürokratisch, sondern auch gerechter.
Der Systemwechsel ist keine Kleinigkeit, er ist in der Tat eine enorme Herausforderung. Ob er gelingt, hängt davon ab, ob wir den politischen Willen dazu aufbringen. Diesen politischen Willen wollen wir mit dem heutigen Beschluss Nachdruck verleihen. Ich danke euch. Vielen Dank, Katja. Dann haben wir jetzt Daniel Köbler als Nächsten. Morgen.